Neun. Acht. So schallt's durch die hellste und lauteste Nacht. Auf dem Balkon wird gesoffen, geraucht und gelacht. Drinnen flimmert der Fernseher, doch draußen der Kracher die Kiste so gut wie unbrauchbar gemacht. Man parfümiert sich und schmeißt sich in Schale, pustet Luftschlangen auf die Regale. Man spricht vom neuen Anfang und guten Vorsätzen und übergibt sich zwei weitere Male. Man startet die ersten Raketen, die sich durch leuchtende Wolken durchregeln, den Himmel mit glitzernden Fetzen durchsetzen lassen, beißenden Qualm in den Städten. Doch während allenorts Korken beim Sektsaufen knallen und besoffene Trottel in Schneehaufen fallen, sitzt in einer Altbauwohnung vom Geschehen nicht weit ein alter Mann vor seiner Schreibmaschine und schreibt. Umringt von schwankenden Stapeln beschriebener Blätter und auf diesen in kaum lesbar winzigen Lettern steht jede Sekunde, jede Stunde, jede Nacht, jeder Tag, jeder Blick, jedes Zögern, jedes Geheimnis, jede Tat, jedes gesprochene Wort, ob es gelogen oder wahr ist, kurz jede Geschichte des vergangenen Jahres. Zugegeben, etwas chaotisch ist es hier, doch bei all der Arbeit ist er zum Aufräumen nicht gewillt und einzig die Zahl 2017 steht draußen auf dem Klingelschild. Trüb erinnert er sich zurück an die ersten Stunden seines Jahres. Er konnte es gar nicht glauben, dass seine Zeit nun endlich da ist. Er wollte es den Menschen zeigen. Er würde ihre Welt verbessern, doch unterschätzt er den Einfluss auf das Heute durch das Gestern. Denn obwohl 2017 sich wirklich alle Mühe gab, wünschten sich die Menschen ihn schon sehr bald in ein frühes Grab. Und während er seine Geschichten trotzdem trotzig noch zu Ende schreibt, steht draußen vor der Tür der Mob, der nach der nächsten Wende schreit. Da spürt der Alte einen Zorn, einen bis dahin nicht gekannten, und er stellt sich an das Fenster und er schreit: Ihr Ignoranten, ich gab euch alles, was ihr habt, jedes Brot, jede Idee, euer Reichtum geht auf mich zurück. Doch dankt ihr es mir? Nee. Nur wenn ihr unzufrieden seid, weil euch mal wieder nichts gelang, dann ist's das ja. Das Scheiße ist ihr selbst, seid niemals schuld daran, dann heißt es: Ach, 2017. Wie viele Promis sind gestorben? Und die Wahlen waren auch doof. Ach, was freue ich mich auf morgen, denn morgen wird ein neues Jahr und dann wird sich alles ändern. Sag mal, merkt ihr noch was? Ihr seid das Problem und keine Zahlen im Kalender, solange ihr den Arsch nicht hochkriegt. Ich habe was übersprungen, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn ihr euch nicht am Riemen reißt, vernichtet euch das Klima gleich. Wenn ihr nicht lernt, Wind, Sonne und Wasser zu nutzen, statt die Erde und die Umwelt so krass zu verschmutzen, dass man bald zum Überleben einen Mundschutz tragen muss. Denn in unsagbarem Überfluss ist die dritte Welt euch dritte Wahl. Hungerlöhne, Kinderarbeit, nur ein Wort zu einer Zahl, die ihr 10-mal schon vergessen habt. Weil es Wichtigeres gibt, als dass ein fremder Mensch in einem fremden Land genug zu essen hat. Solange unsere Regale nur aus allen Nähten platzen und uns buntes Plastik anschreit voller überdrehter Fratzen, die uns sagen, was wir brauchen, um vom Stress runterzukommen, den wir uns nur machen, um genug Geld zu verdienen, um uns Dinge zu kaufen, die uns helfen, vom Stress runterzukommen. Es liegt an euch, euch selbst auf Kurs zu bringen. Doch all das kann euch nur gelingen, wenn ihr das Wissen weitergebt, das Streben in euch weiterlebt und in euren Kindern, statt ihnen Steine in den Weg zu legen und das Aufkeimen besseren Wissens zu verhindern, versteht ihr? Solange ihr den Arsch nicht hochkriegt. Jetzt sind wir da. Und die Wende selbst erzwingt, könnt ihr den Schwachsinn schön vergessen, dass Silvester etwas bringt. Aber unten auf der Straße, da hört einfach niemand hin, niemanden interessiert das gerade Gesagte. Einzig durch die Stille dringt Helene Fischer und Mark Forster und wer sonst noch nichts zu sagen hat, denn die gleichen 2-3 Dur-Akkorde bügeln immer jeden Schaden glatt und so wird weiter Sekt verschüttet. Ein Krankenwagen johlt im Takt und Wunderkerzen zeichnen Muster in diese sündhaft hohle Nacht. Und in dieser merkwürdigen Szene, da fiebern die Menschen mit vor Kälte zitternden Gliedern einem neuen und besseren Jahr entgegen mit guten Vorsätzen und einem Plan fürs Leben. Die Nacht hell erleuchtet und die Straßen voll Rauch, die Gesichter in wechselnde Farben getaucht, während sie benebelt durch Schneewehen irren und gedämpft aus den Fenstern die Sektgläser klirren von volltrunkenem Sex und dem Zauber des Anfangs berauscht und erdrückt fast vom Ausmaß des Andrangs auf 5000 Partys. Wenn das mal reicht, wo keine im Motto der anderen gleicht, 4 leicht lässt man sich
sich volllaufen oder verkleidet sich ironisch. Ist egal, denn morgen früh erinnert man sich sowieso nicht, denn wer noch nicht bei 3 Promille ist, der weiß nicht, wie man feiert und wem es heute schlecht geht. Der beugt sich einfach vor und reiert. Niemand hegt einen Zweifel dran, dass morgen alles besser wird, denn mit dem Schlagpunkt Mitternacht ist jeder Grund auf Stress verwirkt. Eine Rakete wird entzündet, die sich auf 1 nach oben schraubt und mit einer Explosion dem Jahr den allerletzten Atem raubt. So endet nun 2017. Und mit ihm stirbt auch seine Macht. Sein Abschiedsgruß knistert am Himmel, erhellt die klirrend kalte Nacht. Und drinnen glänzt die Dichterstube. Unverbraucht und fast wie neu, 2018 tritt ins Zimmer, schaut sich um und lächelt scheu. Sein Vorgänger hat ein paar kleine Spuren hinterlassen und so setzt das junge Jahr sich hin und streicht über die Tasten der alten Schreibmaschine, lässt noch einmal die Gedanken schweifen und hofft, dass dieses Jahr die Menschen mit an den Geschichten schreiben. Vielen Dank.